Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir haben eine neue Inquisitionsboni. Die sind immer noch beschäftigt. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Jetzt muss ich erstmal gucken, was mache ich denn hier? Inquisition. Verbesserte Koordination und Strukturen. Habt ihr irgendetwas gehört? Noch nicht. Aber ich lasse es euch unverzüglich wissen, sobald sich das ändert. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Scheiß. Durch den Zugang zu einem vorgeschobenen Ausbildungslager lernen die Speer der Inquisition ein größeres Gebiet abzudenken und den Inquisitor auf interessante Dinge hinzuweisen. Enthüllt auf der Karte sämtliche Gebiete. Komm, das machen wir jetzt einfach. Scheiß drauf, so zack, fertig. Wir gehen nach Orlais, weil... Oder Moment, ich will erstmal kurz gucken, wie lange sind wir noch beschäftigt. 23 Minuten, okay. 2 Stunden, 52 Minuten, okay. So, dann gehen wir nämlich nach Orlais. Jetzt gucke ich mal eben, was ist hier? Ah, Westgrad. Gibt es etwas Neues von den Bergungsarbeiten? Wurden schon Überlebende gefunden? Die Grabungen gehen nur langsam voran, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Was ist das? Böse Augen und böse Herzen. Hauptquests. So, die Westgrate untersuchen. Da ist irgendwas mit Korypheus. Hier haben wir Venatori-Aktivitäten. Da werde ich doch bestimmt das mit den Venatori schaffen. Jetzt die Frage, mache ich erst das oder mache ich erst das? Eigentlich müsste ich erst das machen, damit ich meine Spezialisierung lernen kann. Liliana Spione. Haben Befehle hochrangiger Kommandanten der Venatori in die Hände bekommen. Zahlreiche Magier reisen nach Westen, um etwas von großem Wert für unsere Sache auszugraben. Die Inquisition muss zuerst finden, wonach der Feind sucht. Die Region ist weitläufig, aber Liliana wird ihr Netzwerk bemühen, um Korypheus Handlanger aufzuspüren. So, mach mal. Venatori-Aktivitäten im Westen unterbinden. Die Venatori lagern in einem Gebiet, das als fauchende Ödnis bekannt ist. Sie schinden ihre Sklaven zu Tode und lassen alte Gebäude im Sand ausgraben. Die Inquisition sollte rasch einschreiten, denn sonst schlage ich den Venatori selbst den Schädel ein und ihr braucht eine neue Speerin. Bericht nehmen wir erstmal an, ich reise jetzt aber noch nicht dahin. Oder doch, oder nie? Scheiß drauf, komm. Schnellreise, yo, wir reisen da jetzt mal eben hin. So, ich nehme mit den Dorian, den Varric und sie. So, bestätigen. Die fauchende Ödnis. Eigentlich mache ich das nur, um diese Folianten zu bekommen. Ich glaube nämlich, die kriege ich hier. Hoffe ich. Zumindest. Weitläufig ist natürlich schon wieder scheiße. Ich hoffe, dass es nicht so komisch zerklüftet wie das andere Wüstengebiet. Das wäre nämlich ein bisschen kacke. Ich hoffe, dass hier alles mehr so eben. Das wäre cool. Eben vielleicht so hier und da mal ein kleines Dorf oder so, das ist ja kein Problem, aber... Mit diesen ganzen Schluchten oben, unten, links, rechts, das ist ja ekelhaft. Da weiß ich nämlich immer nicht, welchen Weg ich wohin nehmen muss. Aber gut, letztlich ist es auch egal, weil alle Quests werde ich wahrscheinlich sowieso im Let's Play gar nicht machen können. Ich habe mich teilweise sowieso schon viel zu lange mal mit Dingen aufgehalten. Aber es ist auch einfach so viel, was man hier machen kann, ja. Da weiß man immer gar nicht, oh, was soll ich denn jetzt als erstes machen. Na, Schnucki? Konntet ihr das Gebiet kartografieren? Ich habe getan, was ich konnte, euer Gnaden. Hier gibt es nichts außer viel Platz. Wenn es hier nichts von Wert gibt, kann Korypheus diese Ruinen von mir aus haben. Oh. Die Wüste gewinnt allein durch eure Gegenwart unglaublich an Wert, Speerin Harding. Wann habt ihr euch das denn ausgedacht? Gerade eben. Ich hatte unterwegs ein wenig Zeit. Lüg doch einfach. Ich habe etwas gefunden. Alte Zwergenruinen an der Oberfläche. Das ist eigentlich unmöglich, aber seht selbst. Die roten Templer graben sie aus unter den wachsamen Augen der Venatori. Was auch immer sie wollen, wir müssen es vor ihnen finden. Ich habe nordwestlich von hier rote Templer gesehen. Vielleicht sollten wir mit ihnen anfangen. Ich fand bei einem von ihnen diese Karte.
Vielleicht geht aus ihr hervor, wohin sie wollen. Viel Glück. Gut, die Frage ist natürlich, ob das Gebiet für uns... Skizze des Grabs bei den vier Säulen. Wow. Ist jetzt aber auch ziemlich genau. Mann, Mann, Mann. So, okay. Das ist ein großes Gebiet. Hä? Ah, hier gibt es Steinbrüche. Okay, ich würde sagen, wir gucken erstmal, ob dieses Gebiet überhaupt für uns schon machbar ist. Das ist nämlich auch die große Frage. Habe ich mich keine Ahnung. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich hier ein paar Venatori finde. Werde natürlich die ganze Nebenmission dann schon machen. Wenn ich schon mal hier bin, ist es ja kein Problem. Da war noch eine Quest, aber ich glaube, das ist nur Requirierung. Bist du ein Venatori? Ach nee, ihr seid von mir. Na gut. Wir haben das Gebiet erkundet, euer Gnaden. Läuft euch. Ich habe hier einige Vorräte, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Cool, eine Kampfmagierrüstung. Da muss ich ja direkt mal schauen. Ist wahrscheinlich kacke, aber ist ja egal. Oh, wobei, so schlecht ist die gar nicht. Ha. Okay. Allerdings muss ich da sagen, will ich natürlich die, aber die ist auch erst ab Level 16. Aber trotzdem ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Kann man mitarbeiten? Was hier? Eine Todeswurzel. Nicht, dass er jetzt tot umfallen wird. So, anhand des Risses kann ich, glaube ich, gut ausmachen, ob ich hier jetzt schon für bereit bin oder nicht. Ich bin halt Level 12 und wenn da jetzt Level 20 kommt, dann bin ich wohl noch nicht bereit. Aber wir werden sehen. Da hinten ist er. Ja, momentan, okay, das Gebiet scheint echt ein bisschen ebener zu sein, was ich sehr gut finde. Alter, der Mond ist ja voll riesig. Was ist das für ein Mond? Wer merkt erst auf, dass der so groß ist? Sind das Lichter am Horizont? Was? Das könnten Lagerfeuer sein. Ja? Sehen wir uns das mal an. Nein. Jetzt müssen wir erstmal den Riss hier machen. Oh, Level 16. Okay, ich würde sagen, wir sind wieder weg. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu schwer. Kann das sein? Ich würde da jetzt, also... nichts beschreien wollen, aber das dürfte noch ein bisschen schwer für uns sein, dieses Ding. What the fuck ist das denn? Ach so, das habe ich noch... Ach so, okay. Gut, dann gehen wir erstmal... Alles klar. Ach scheiße, ich bin noch im Kampf, ne? Jetzt nicht mehr. Hoffe ich. Ich kann hier schon hin? Nein? Ach so. Ja, genau, die verbotene Oase war es nämlich. Aber das ist ja dann... Okay, dann ist es aber gut gemacht. Das ist ja hier beides. Alles klar, verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Das fand ich aber scheiße. Also wenn das hier so ebene Fläche ist, ist das schon ganz cool. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal kurz zurück zur Himmelsfeste. Ich wollte halt mal gucken, aber das Gebiet ist freigeschaltet. Wir können da demnächst hin. Oder irgendwann mal. Wenn ich dann genug bin. Weil vier Level über mir ist schon ein bisschen heftig. Ich vermute nämlich, da gibt es auch bestimmt Level 17 Gegner oder vielleicht 18 oder ich habe keine Ahnung. Aber da gehe ich erst mit Level 16 oder so. Oder Level 15, denke ich mal, dürfte reichen. Ich gehe erst dann wieder dahin. Dann werden wir uns jetzt erstmal um Westgraten kümmern. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Das ist ja kein Problem, ne? Und die drei Folianten brauche ich noch. Weiß nicht, wo ich die herkriege. Also wahrscheinlich, wenn ich gegen Venatori kämpfe, werden die schon welche dabei haben. Hoffe ich. Vielleicht kann man die auch kaufen. Hast du irgendwas Neues? Ach, Tatsache. Was hat Lady Forsythia gesagt? Dass sie sich eher ertränkt, als der Inquisition zu helfen. Sonst noch etwas? Ja, dass sie uns auspeitschen lässt, wenn wir ihrem Bruder helfen. Das sieht ihr sehr ähnlich. Kopf hoch, Josie. Wenigstens haben wir jetzt ihre Aufmerksamkeit. Ihr gewinnt auch allem etwas Positives ab. Wir sind gerade dabei, ein Bündnis mit Lady Forsythia von Nevara zu schließen, euer Gnaden.
Die Angelegenheit ist ein wenig delikat geworden. Kann ich irgendetwas tun, um bei den Verhandlungen zu helfen? Vielen Dank, aber ich denke, ich habe alles unter Kontrolle. Ich brachte sie davon ab, Soldaten zu entsenden, als sie von unserer Übereinkunft mit einem ihrer verhassten Brüder erfuhr. Lady Forsythia bedient sich einfach gerne einer anschaulichen Ausdrucksweise. Es ist sicherlich nicht leicht, mit so vielen fordernden, willensstarken Leuten verhandeln zu müssen. Es ist nicht weniger anstrengend als meine Zeit bei Hofe, Inquisitor. Das versichere ich euch. Aber ich gebe zu, ich vermisse meine Mitarbeiter aus der Botschaft in Antiva. Es war hilfreich, die Besuche des Tages mit ihnen durchzusprechen. Ich hätte Zeit, falls ihr einige Dinge mit mir durchgehen möchtet. Ich möchte euch nicht damit belasten. Wenn es eine Last wäre, hätte ich es euch nicht angeboten. Nun, ich gebe zu, es gibt einige mögliche Bündnisse, bei denen es mir helfen würde, sie mit euch zu besprechen. Na, dann schieß mal los. Direkt auf dem Boden des Salons. Vor den Augen der gesamten Abendgesellschaft. Wer macht denn so etwas vor seinen Gästen? Der Herzog von Kellington offensichtlich. Und dann ist da noch Coles Herumgeschleiche. Das macht unseren Gästen Angst. Lord Jannar antwortet noch immer nicht auf unsere Briefe. Und Sarah, besitzt sie denn kein einziges Kleidungsstück, das keine Senfflecken aufweist? Und dann ist da noch Dorian. Der Mann weigert sich, irgendetwas ernst zu nehmen, wenn es nicht gerade seiner Laune entspricht. Und nicht zu vergessen... Oh, du meine Güte, sind wir wirklich schon eine Stunde hier? Ich habe die Zeit vergessen. Ach du meine Güte. Die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Ihr seid zu freundlich. Ich hatte nicht vor, euch so lange aufzuhalten. Ihr müsst mich für eine ziemliche Klatschbase halten. Es kann niemals unangenehm sein, Zeit mit einer derart bezaubernden Dame zu verbringen, Lady Montillier. Je, ich bin... Nun, ich bin froh, dass ich nicht eure Zeit verschwendet habe. Aber ich habe euch jetzt wirklich schon lange genug in Beschlag genommen. Bis zum nächsten Mal, euer Gnaden. So, wahrscheinlich werde ich jetzt auch hier einfach wieder anfangen müssen, loszulaufen. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin, ey. Na klar, warum nicht? Kann man ja mal machen. Bin ich hier? Verdammt. Es kommt mir bekannt vor. Ich war hier schon mal, aber ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt, boah, weißt du? Warum werde ich nicht einfach da wieder hingebracht, wo ich angefangen habe? Das ist doch, also hier wirklich. So. Jetzt geht erstmal wieder in die Haupthalle. Jetzt muss ich... Ich dachte einfach mal, komm, vielleicht hat die sowas Neues zu erzählen, dass gleich sowas draus wird. Das konnte ich ja nun auch nicht wissen. Ich rede aber jetzt trotzdem nochmal kurz mit ihr. Vielleicht hat sie noch irgendwas anderes Interessantes. Weiß man ja nicht. Ja? Da. Nachforschen. Alles neu, ne? Das ist alles neu. Okay, das wird ja ein bisschen mehr so die Quatschfolge. Mal wieder. Ich glaube, die haben alle neue Sachen zu erzählen. Ich bin da begeistert. Wer herrscht in Antiva? Offiziell wird das Fürstentum Antiva von seiner Majestät König Fulgeno II. Regiert. In Wahrheit allerdings herrschen die Händlerprinzen Antivas über nahezu alles. Und das ziemlich lautstark, wie ich hinzufügen möchte. Was hattet ihr mit diesen Händlerfamilien zu tun? Als Botschafterin habe ich in vermittelnder Funktion an heimlichen Ratstreffen teilgenommen. Und glaubt mir, man weiß erst, was eine echte Debatte ist, wenn man miterlebt hat, wie 15 Prinzen einander in Zollfragen niederbrüllen. Hört sich ja spaßig an. Das klingt zumindest nach einer ziemlich lebendigen Art der Gesetzfindung. Das alles ist Teil des Lebens in Antiva. Wir haben Leidenschaft und Romantik schon immer geschätzt. Ein gewisser Überschwang ist bei uns Tradition. Seid ihr sicher, dass ihr aus Antiva stammt? Ich kann ausgesprochen überschwänglich sein, wenn es angebracht ist. Nur eben in den richtigen Momenten und in angemessener Weise. Ah, ja. Könnten wir jetzt vielleicht das Thema wechseln? Nein, noch nicht. Was für ein Land ist Antiva? Die besiedelten Gebiete sind ziemlich fruchtbar. An manchen Orten erstrecken sich die Weinberge, soweit das Auge reicht. Die Stadt Antiva selbst liegt hingegen direkt in der Rialto-Bucht.
Das ist es auch, was ich am meisten vermisse. Wie das Meer gegen das Labyrinth der Docks brandet. Ich kann mir euch nur schwer vorstellen, wie ihr durch einen Handelshafen schlendert. Jeder in Antiva verbringt Zeit bei den Schiffen, my Lord. Am Meer findet man die besten Gaststätten und Dichter. Das Hafenviertel schläft niemals. Und die Promenade ist bei jedem Wetter von Laternen erleuchtet. Habt ihr je Heimweh? Hin und wieder. Wenn eine Brise durch den Garten weht, stelle ich mir manchmal vor, das Rascheln der Bäume wäre das Geräusch der Brandung. Ach, wisst ihr, ich vermisse sogar diese grässlichen, kreischenden Vögel, von denen es am Hafen nur so wimmelt. Meine jüngere Schwester hat den Möwen immer ganze Brotlaibe zugeworfen. Das törichte Ding. Ihr sagtet, die Montigniers hätten früher eine ganze Handelsflotte besessen. Was ist geschehen? Es gab vor mehr als einem Zeitalter einen Skandal in Balroyo. Den Montigniers wurde der Handel mit Orléans untersagt. Es war ein schwerer Rückschlag für unseren Wohlstand. Erinnert sich in Orléans überhaupt noch jemand an diesen Skandal? Das bezweifle ich. Aber die Verfügung hat weiterhin Bestand. Was genau ist geschehen? Es ging um eine Affäre mit einem noch unmündigen Lord. Vermutlich. Weitere Einzelheiten kennt niemand mehr. Wollt ihr damit sagen, eure Familie wurde ihrer Lebensgrundlage beraubt, nur wegen einer Liebesbeziehung, an die sich niemand mehr erinnert? Im Grunde ja. Die orlesianische Politik ist voll von diesen unglückseligen kleinen Fehltritten, Inquisitor. Ja, es hört sich ja alles so top an, ne? Super. Ihr habt mir kaum Einzelheiten darüber erzählt, wie ihr und Liliana euch kennengelernt habt. Wir haben uns während meiner letzten Ausbildungsjahre kennengelernt. Freundinnen wurden wir aber erst, als ich schon Botschafterin in Orlais war. Das scheint so schrecklich lange her zu sein. Wie genau kam es dazu, dass ihr und Liliana beide Teil der Inquisition geworden seid? Ich hatte herausgefunden, dass meine Familie einer Händlerin, mit der wir seit Monaten Handel trieben, zu viel berechnete. Unser Name genießt in Nativa großes Vertrauen. Ich habe Wochen gebraucht, um als Entschädigung eine Reihe von Gefälligkeiten zu arrangieren. Sie haben die Händlerin offenbar zufriedengestellt, denn sie lud mich in ihr Anwesen ein. Doch anstelle der Händlerin begrüßte mich Liliana. Ich nehme an, das war mehr als nur eine etwas ausgefallene Art, euch Hallo zu sagen. Es war eine Art Test. Liliana sagte, sie brauche jemanden von schmerzhafter Rechtschaffenheit für die Inquisition. Ich nahm ihr Angebot an, nachdem sie mir endlich erklärt hatte, worin es überhaupt bestand. Steht ihr euch noch immer nahe? Ja, aber sie ist heute so viel distanzierter als die unbeschwerte Frau, die ich in Valroyo kennengelernt hatte. Liliana war ein ständiger Gast an den orlesianischen Höfen, sang die lieblichsten Lieder und bezauberte die brillantesten Denker. Jetzt sammelt sie Geheimnisse und geht Risiken ein, die ganze Reiche erzittern lassen würden. Ich sorge mich um sie, aber sie will davon nichts hören. Vertraut sich Liliana euch an? Sie genießt es, immer wieder auf unsere eher unseligen Abenteuer zurückzukommen. Liliana hat wirklich die absurdesten Pläne geschmiedet. Solltet ihr sie jemals mit einer Rolle Garn, einem Zollstock und einem Taschentuch sehen, dann lauft. Okay, die ist also sowas für MacGyver, cool. Vielleicht sollte sie, wenn es gehen würde, würde ich glaube ich lieber sie mitnehmen. Ich glaube, das bringt mir mehr. Die macht eine Atombombe raus, dann ist alles weg. Läuft. Wo seid ihr aufgewachsen, Josephine? Geboren wurde ich in Antiva. Aber als ich 15 wurde, entschied meine Mutter, mich nach Valroyo ins Pensionat zu schicken. Oh, wie habe ich mich an ihrem Rock ausgeheult, als der Tag meiner Abreise gekommen war. Ihr müsst sie schrecklich vermisst haben. Das habe ich. Allerdings hatte sie nicht das geringste Verständnis für mein Gejammer. Aber meine Mutter wollte nur das Beste für mich. Das Leben in Orléans an sich war schon eine Ausbildung. Was habt ihr auf diesem Pensionat in Valroyo gelernt? Unter anderem Mathematik, Rhetorik, Dichtkunst, Logik sowie ein gehöriges Maß an Etikette. Ich kann mich noch gut an Madame Ventiers Route auf meiner Hand erinnern, wenn ich wieder die Grundregeln der Varanischer Tischsitten vergessen hatte. Für eine Witwe von fast 80 Jahren hatte sie einen ziemlich kräftigen Schlag. Wie fand euer jüngeres Ich Valroyo, als ihr dort ankamt?
Habt ihr jemals eine neue Stadt betreten und gedacht, die Gebäude um euch herum könnten unmöglich real sein? So habe ich Valroyo wahrgenommen. Es war so atemberaubend anders. Ich habe seine Türme monatelang bestaunt. Gibt es in Antiva denn nichts, was mit Valroyo vergleichbar wäre? Antiva ist ein Juwel unter den Hauptstädten. Aber bevor ich auf Reisen ging, wusste ich das nie zu schätzen. Es gibt so viele Orte, die ich gerne sehen würde. Seherin, Anderfels, was auch immer jenseits des Meeres von Amaranthen liegt. Erzählt mir von den Montillers. Mal sehen. Meine Eltern sind am Leben und erfreuen sich bester Gesundheit. Sie wohnen in unserem Anwesen in Antiva. Meine vier Geschwister kümmern sich zum Großteil um die Leitung der Weingüter unserer Familie. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich muss jemanden bitten, dafür zu sorgen, dass Yvette den Frühlingsempfang im Palast besucht. Meine jüngste Schwester interessiert sich nicht für gesellschaftliche Belange. Warum kümmert ihr euch um das gesellschaftliche Leben eurer Geschwister? So ist es Tradition in Antiva. Ab einem bestimmten Alter leitet der Erbfolger die Belange der Familie, um seinen Wert als Nachfolger zu beweisen. Erweist man sich als ungeeignet, können die Oberhäupter des Hauses, für gewöhnlich die Eltern, einen neuen Erben bestimmen. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Wenn diese antivanischen Oberhäupter des Hauses es nicht führen, was tun sie dann? Sie arbeiten und stehen einem beratend zur Seite. Ich habe den Rat meiner Eltern oft angenommen. Nun ja, meist den meiner Mutter. Mein Vater ist eher ein Künstler. Nicht, dass er sonderlich gut wäre, aber er lässt sich einfach nicht davon abbringen, seine Salons abzuhalten. Meine Mutter hat mit ihm und meinen Geschwistern so viel zu tun, dass sie es kaum erwarten kann, dass ich mein Erbe antrete. Wie findet ihr zwischen diesen Aufgaben und der Inquisition überhaupt noch Zeit, euch auszuruhen? Indem ich Aufgaben delegiere. Nichtsdestotrotz ist die Verwaltung unseres Besitzes meine Pflicht. Und so viel Arbeit es auch sein mag, so werde ich mich ihr doch nicht entziehen. Ist es tatsächlich so wichtig für euch, die Belange eurer Familie zu regeln? Ich bin für ihr Wohlergehen verantwortlich. Eine Montillier vernachlässigt niemals ihre Pflichten gegenüber der Familie. So anstrengend diese auch manchmal sein können. Vielleicht könnten euch ja eure Geschwister einen Teil der Last abnehmen. Oh, ihr kennt sie nicht. Soll ich etwa Lorient die Verantwortung übertragen? Oder Antoine? Oder Yvette? Nein, glaubt mir, ich muss das machen. Okay, die anderen scheinen ja sehr... Auf ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Verantwortungsvoll zu sein. Gut, das ist irgendwie so eine Laberfolge geworden, wo wir ein bisschen mit der guten Josephine gesprochen haben. In der nächsten Folge will ich auf jeden Fall zum Kartentisch gehen. Ich glaube, da müssten auch alle fertig sein. Ich habe jetzt erstmal wieder ein paar Folgen aufgenommen. 4 Stück oder so waren das jetzt. Das reicht erstmal wieder ein paar Tage und beim nächsten Mal sind sie dann fertig. Dann machen wir nämlich, dann gehen wir in die Westgraten oder nach Westgrat. Egal. Und gehen da mal den Hinweisen nach, die Stroud da irgendwie uns gegeben hat. Wollen wir mal schauen. Und dann hatten wir noch die andere da. Wie heißt denn das nochmal? Böse Herzen. Böses irgendwas. Das machen wir dann auch noch. Böse Augen und böse Herzen, genau. So heißt das. Hier wartet der Abgrund. Macht benötigt was? Ach so. Ja, genau, das ist nämlich das. Das ist, das verfolge ich gerade. Mir fehlen halt noch die Folianten. Vielleicht finde ich die aber auch schon hier in den Westgraten. Das werden wir dann alles in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.